Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Gießen. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, Ortschaft der Woche mit dem Chef selber dieses wunderbaren Ortes, der sich deswegen so schön gestaltet hat, weil er schon seit 20 Jahren der Bürgermeister ist. Herbert Kirsch, servus erst einmal. Servus, grüß dich. Ja. Und wie läuft's in diesen? Eigentlich läuft's gut, ja. Weil bei dem Wetter wochenlang Sonnenschein. Kommen wir viel nach diesen als Tagestouristen und sagen, wir schauen uns diesen tollen Markt einmal an. Jawohl, kommen sehr viele. München, ja. Augsburg, Landsberg, die kommen nach diesen und sagen, wow, wie ist da toll. Ja, er selber ist ja auch Herrgrößter. Ja, ne? Viele. Münchner. Aus München, bin ich zu sagen. Es ist natürlich dann schon interessant, wenn man als Stoderer auf ein Gemeindeteil zustößt, weil doch das Landleben, die Traditionen doch noch gepflegt werden. Wie war so die erste Begegnung mit diesen, Herr Kirsch? Die erste Begegnung war, dass ich die Traumfrau meines Lebens in diesen gesehen habe. Die habe ich dann auch später geheiratet und bin immer noch verheiratet. Das war meine erste Begegnung. Und dann das ist ein guter Einstieg schon mal in die Sendung. Sehr guter Einstieg. Und ja. Dann habe ich diesen näher kennengelernt und auch den Ort lieben gelernt. Haben Sie eigentlich auch was Gescheites gelernt, Herr Kirsch, bevor Sie Bürgermeister geworden sind? Ich habe einen richtigen Beruf gelernt. Ich bin Verwaltungsfachwirt, habe eine Ausbildung bei der Stadt München gemacht. Und war dann die Voraussetzung, denke ich, unter anderem, dass man in diesem Bürgermeister werden kann. Aber man muss doch sich da erst einmal wegen so ein Fuß fassen, ein Fundament. Waren Sie in vielen Vereinen? Haben Sie sich dem Gemeindeleben sehr gut angepasst? So einfach Bürgermeister, ist es so einfach, das zu werden? Ja, manchmal frage ich mich auch, warum das so gegangen ist. Aber mein Glück, denke ich, war, dass ich erstens mal mit einer Diesnerin verheiratet bin. Ja. Dadurch habe ich natürlich einen dementsprechend großen Bekanntenkreis gehabt und habe ja immer noch, Gott sei Dank, und viele Freunde. Ja. Und dann habe ich auch kurz Jahr vor der Wahl habe ich dann auch im Rathaus als Standesbeamter zum Arbeiten angefangen. Das ist doch mit das Schönste als Bürgermeister, oder? Nur, sie haben nur glückliche Leute um sich und die haben sich dann gedacht, die haben mich verehelicht, super, den wähle ich zum Bürgermeister. Haben Sie eine Quote, was gehalten hat in den letzten 20 Jahren? Ich glaube, die ist noch an 100%. Ja, was macht noch Spaß als Bürgermeister? Macht Spaß und Freude. Was denn besonders? Dass man, erstmal bin ich Bürgermeister, zu mir kann man immer kommen. Also ich habe jetzt keine Bürgersprechstunden im eigentlichen Sinn, sondern wenn einer ins Rathaus kommt, ich bin da, dann kann er sein Anliegen vorbringen. Und dann kann man ihm helfen. Und gerade es gibt viele Kleinigkeiten, wo er Hilfe braucht. Und da ist dann schon ein Vorteil, wenn der Bürgermeister war oft und sagt, jetzt einmal zu, schaut das aus, warum dauert der Antrag so lang, da kann man ihm auch gleich Antwort geben und so. Da sind die Leute dankbar. Was ist ein wenig schwieriger? Was nimmt der Bürgermeister gern mal mit nach Hause, weil es aus dem Kopf nicht rausgeht? Also ich gebe mir eigentlich schon Mühe, dass ich nichts mit heimnehme. Ja. Aber schwierig ist natürlich schon, wenn es mir um Baumaßnahmen geht, gerade Straßenbau oder so. Ja. Da muss die Leute dann auch überzeugen, mit ins Boot nehmen. Wir sehen ja gerade die große Baustelle, die habt ihr schon gesehen, in der Müllstraße. Ja, da ist einiges neu. Genau, aber das ist ein Erfolgserlebnis, wenn man dann mitkriegt, dass man die Leute überzeugen kann, mitnehmen kann. Und da verliebt man dann als Bürgermeister. Das motiviert dann wieder für neue Aufgaben. Wird so im Gemeinderat auch viel gefetzt? Also wie bringt man denen so Harmonie rein oder wollen sie das gar nicht? Doch, ich bin schon harmoniebedürftig und wir haben 8 Gruppierungen und es wird nicht gefetzt bei uns. Ich sage immer, die Argumente müssen überzeugen und ich bin ja jetzt keiner, der da stur ist, sondern wenn einer bessere Argumente hat, dann lasse ich mich überzeugen. Aber ansonsten ist bei uns große Eintracht. Das wird uns auch manchmal vorgehalten, aber ich sage einfach, wir arbeiten einfach alle anständig miteinander zusammen und oftmals gibt es einfach bloß eine richtige Entscheidung. Was ist jetzt das Schönes? Das ist die Zinngießerei Schweizer. Und die ist aber alt. Jawohl. Oh, 1796. Jawohl. War das hier am Ort so ganz wichtig, oder was? Ja, Zinngießerei, also die Zinngießereien in Gießen, die sind die ältesten Deutschlands. Und das war immer wichtig in Gießen, ja. Aha. Wird da jetzt noch was gemacht? Jawohl, wird jetzt noch was gemacht. Wunderschöne Sachen. Wir haben eben 2 Zinngießereien, die waren ursprünglich einmal miteinander verbandelt. Sind eigentlich immer noch familiär, aber einmal war es eine. Und ja, das ist einer der Sachen, auf die wir sehr stolz sind. Diesen ist ja berühmt für seine Kunst, Kultur und Kunsthandwerk. Und da gehört mit Zinngießerei dazu, da gehört die Keramik dazu. Das ist ein ganz wichtiger Standbein. Da haben wir auch den berühmten Diesener Töpfermarkt. Mhm. Gibt also wahrscheinlich keinen zweiten. Kennst, oder? Ja, den kennen wir, das ist ja klar. Also diesen, freilich, haben wir schon ein paar Töpfler mitgenommen. Schon, so ist das nicht. Ich bin eng mit diesen verbunden, deswegen wollte ich auch mal einen Bürgermeister kennenlernen, der die Traditionen hoffentlich auch hier pflegt. Wer ist denn das? Diesen ist ja doch auch Einzugsgebiet mittlerweile fast München. Jawohl. Der Stoderer kommt
raus. Ja. Fährt rein zum Arbeiten, kommt wieder raus. Es gibt Menschen, die hier aber gebürtig sind. Jawohl. Wie funktioniert dieses Zusammenleben? Also ich bin ja ein Beispiel, dass das gut funktioniert. Die Diesner sind das war vor 20 Jahren. Die Diesner sind wahnsinnig liberal. Aber es ist manchmal, aber das ist die Ausnahme schon festzustellen. Da zieht man aus München zu, wohnt dann eine Zeit lang da, meint dann irgendwas festzustellen, was nicht so schön ist. Da muss ich sagen, das ist auch oft der Charme von diesen. Und das überlasse ich dann eben selber, das zu bewerten. Leben und Leben lassen, oder? Jawohl, Leben und Leben lassen, das ist auch, denke ich, schon ein Motto in diesen. Wie lebt denn der Bürgermeister, wenn er dann gern lebt? Was genießt er privat an diesen und in der Umgebung? Gut, vom Ammersee braucht man nicht reden. Doch, aber das ist schon wichtig in der Zeit. Also ich bin jetzt fast jeden Tag beim Baden. Also ich gehe abends zum Baden in unser Strandbad. Wunderschön. Ja. Diese Silhouette, wenn man dann draußen ist am See, sieht die Berge, sieht das Marienmünster gegenüber Andex. Also unglaublich. Es gibt eine Statistik, dass Menschen, die in der Nähe eines Sees leben, immer gut gelaunt sind und länger leben. Glauben Sie, dass das so ist? Ja, ich hoffe, dass es so ist. Ich hoffe natürlich. Das ist die Umgebung. Aber das erklärt mir jetzt alles, weil manchmal wird gesagt, wir haben so einen hohen Altersschnitt in diesen. Jetzt ist mir klar, warum das so ist. Da muss eine vom Fernsehen kommen und diesen Bürgermeister sagen. Klar, jetzt weiß ich, warum das so ist, weil wir am See wohnen. Sie leben noch lange. Ich wünsche Ihnen jedenfalls eine höchste Freude mit diesem Abend, Herr Bürgermeister. Es war uns ein inneres Blumenpflücken, hier in diesen sein zu dürfen. Ich vermute, da es noch so viele Sachen gibt aus diesen, dass wir irgendwann mal wiederkommen. Das hoffe ich doch. Und dann schauen wir, ob der Herr Kirsch noch Bürgermeister ist. Ja, okay. Weil wer ja ausschaut, kann es nur lang, lang, lang machen. Schauen gell? Wir mal. Okay, okay. Liebe also, Zuschauer, bis zum danke, nächsten Mal. Servus. Servus. Grüß euch. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Gießen. Wechseln auch Sie.